Ich lese das Solinger Tageblatt von Donnerstag, den 2. Januar 2020. Und es gibt eine Redaktionsmeldung auf dem Titel. Redaktion, Doppelpunkt, Vizent ernennt neuen Leiter, Wuppertal, Punkt. Die Westdeutsche Zeitung hat einen neuen Chefredakteur. Mit Jahresbeginn trat Lothar Leuschen die Nachfolge von Uli Tückmantel an, der das Haus nach 4 Jahren an der Spitze der Redaktion auf eigenen Wunsch verlassen hat. Leuschen ist 57 Jahre alt, lebt und arbeitet in Wuppertal, dem Stammsitz der Westdeutschen Zeitung. Er ist seit dem Jahr 2000 in verschiedenen redaktionellen Funktionen bei der Westdeutschen Zeitung beschäftigt. Die neue Chefredaktion wird von Annette Ludwig als stellvertretender Chefredakteurin komplettiert. Redaktion, RED. Tschüss.